Wir haben jetzt am Telefon Renate Fuchs-Haberl aus Nussdorf. Grüß Gott, schönen Nachmittag. Ja. Hallo, schönen Nachmittag. Ich bin Referentin für moderne Matriarchatsforschung und möchte aus dem Blickwinkel zu dieser Thematik was sagen, weil dieses ganze Themengebiet, wo wir zuerst schon gehört haben, wir bewegen uns seit Jahrzehnten am gleichen Punkt irgendwie immer wieder, hat einfach aus meiner Sicht damit zu tun, dass wir uns in einem patriarchal-kapitalistischen System befinden und in diesem Wirtschaftssystem, in diesem Gesellschaftssystem wird aus meiner Sicht da in Zukunft zu bleiben, dass einfach dieser ganze Care-Bereich, dieser mütterliche Bereich, wie es in matriarchalen Kulturen die Basis von der Gesellschaft ist, es wird in unserem patriarchalen System nicht so sein, dass das eine entsprechende Wertigkeit vor allem auch vom Finanziellen her kriegt, weil das patriarchale System genau das nicht will. Und aus meiner Sicht greift es einfach auch zu kurz zu sagen, naja, Frauen sind sozusagen bis zum gewissen Maß überschuldet, weil sie immer wieder in diesen Niedriglohnsektor gängern. Ich sage dann ganz gern, naja, aber wenn jetzt die Frauen plötzlich sagen würden, okay, wir gängern da jetzt nicht mehr hin und wir übernehmen jetzt, wenn sie es überhaupt kriegen, die gut bezahlten sozusagen Männerberufe, wären dann die Männer, die eigentlich in diese Bereiche gängern, dann die schlecht bezahlten Frauenjobs machen oder eben wer macht das dann? Also an dem Punkt sieht man einfach schon mal, dass das nicht die Lösung sein kann, sondern dass es darum geht, dass Arbeit, egal ob das jetzt der IT-Techniker ist oder die Pflegerin, dass einfach eine Stunde gleich viel wert ist und dass es nicht darum geht, ja, ist das jetzt ein typischer Männerberuf, ein Frauenberuf und erst wenn wir das erreicht haben, dann wird sich dieses ganze Schlamassel, in dem wir uns da gerade befinden, wirklich auflösen können. Ja, Frau Fuchs-Haberl, Sie klingen aber in der Beziehung nicht sehr zuversichtlich. Nein, momentan, ehrlich gesagt, muss ich sagen, nicht. Aber ja, andererseits denke ich doch, weil es spitzt sich diese ganze Situation aus der zu. Also man merkt einfach, dass es an allen Ecken und Enden kracht und nicht mehr funktioniert. Mhm. Und so denken, motiviert mich das auch in meinem Tun sehr, dass ich einfach auch dahingehend die Informationen weitergebe und über matriarchale Kulturen informiere, dass eben das mütterliche Prinzip dort von allen gelebt wird und dass Männer in matriarchalen Kulturen, die sind wie eine gute Mutter, zum Beispiel die Sprecher des Clans werden. Also dass das auch für Männer eine hohe soziale Stellung hat, wenn die sich auch mütterlich verhalten. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Knackpunkt, wo wir wieder hinkommen müssen, dass das alle Menschen leben, dass wir wegkommen immer von dem Frauen-Männer-Berufe, sondern dass dieses ganze Prinzip wieder ganz eine andere Struktur und eine ganz andere Basis hat auf der gesellschaftlichen Ebene. Also heruntergebrochen könnte man doch sagen, Sie haben dasselbe so formuliert, es kracht überall. Das ist doch auf der anderen Seite eine Riesenchance auch für die Frauen. Genau. Genauso, ja. Also das ist aus meiner Sicht genau die Chance, dass man, aber eben, dass man einfach ja wirklich tiefer blickt, dass wir nur, also aus meiner Sicht einfach wirklich tiefgreifende Patriarchat- und Kapitalismuskritik angebracht ist und ja, dass einfach die Basis ist der Care-Bereich, wie wir ja schon in der Einführung erklärt haben und dass einfach dahingehend aber eben die ganzen gesellschaftlichen Strukturen sich wandeln müssten. Da muss einiges aufbrechen. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Anruf. Danke für die Möglichkeit, dass ich das mitteilen darf. Ist uns eine Freude. Alles Gute. Ebenfalls. Schönen Tag. Danke. Wiederhören.